Hallo, ich grüße euch alle miteinander. Ich habe heute hier mal, Tryptychon in Arbeit. Das ist also jedes einzelne 20 mal 60. Das hat ein schönes Format, finde ich, kann man schön versetzt an die Wand hängen. Und zwar mache ich ein Dutch Pour, aber mit Pouring Medium in den Farben. Also das heißt, ich verpuste mit dem Föhn. Mache die obere Hälfte weiß, hier unten schwarz als Grundierung und habe hier schon mal Farben vorbereitet. Zum einen hier mal wieder, da kann man noch ein bisschen Wasser reinmachen, ich habe es mal setzt, seht ihr, ist noch zu dick. Pink, also dieses Tagesleuchtmagenta von Lukas, Rosa und Mauve, ist alles von Lukas, die Farben, zeige ich euch gleich. So. Einfach nochmal, dass ihr die Konsistenz seht. Seht ihr, so ist besser. Wie gesagt, dann holen wir mal hier ein zartes Rosa. Und das ist das Mauve. Auch sehr schön. Und läuft gut, jawohl. Dann habe ich das Koalinblau von Artina. Auch gut. Preußischblau von, was habe ich? Amsterdam. Hier habe ich angerührt das von DecoArt Extreme Sheen, Saphir. Und dann kommen die grünen Töne. Oh, Cindy bellt. Unsere blinde Cindy, die schlägt, sobald sie irgendwas wittert, dann an. Und das ist ein schönes Grün. Und zwar ist das auch von Lukas. Na, wie heißt das? Chromgrün hell. Chromoxid dunkel. Genau, machen wir da noch. Ne, lassen wir so. Und gelb habe ich genommen. Von Athena ist das. Na, sie hört auf. Hoffen wir. So, dann fangen wir mal an. Obere Hälfte machen wir weiß. Und dann unten schwarz. Irgendwas stört sie. Ihr wisst, dass ich auch auf Facebook 4 Gruppen habe. Eine Verkaufsgruppe, aber eine große Künstlergruppe mit allen Arten von Kunst, von Öl, Abstrakt, Pouring, Aquarelle. Also da ist alles zu finden. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Die Links habe ich unten in der Infobox im Text stehen. Alles verlinkt, da könnt ihr gerne mal gucken. Gibt es auch immer wieder Tipps. Und ein schöner Austausch ist, wir haben eine schöne harmonische Gruppe auch, wirklich fast familiär. Und ich habe eine separate Alkohol-Ink-Gruppe. Das haben wir aus der großen Gruppe raus separiert, weil das einfach nochmal ein spezielles Thema ist und ja auch noch nicht so lange gibt. Dann habe ich noch eine Digital-Art-Gruppe und wie gesagt eine Verkaufsgruppe. Einfach mal unten gucken. Und wie gesagt, gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, www.luna-casa.de. Gibt es auch mal wieder Termine für Workshops oder könnt ihr mich auch anfragen direkt. Ich habe da auch einen kleinen Blog jetzt angefangen, also auch immer wieder interessante neue Themen. Einfach mal vorbeischauen. So. Jawohl. Hört ihr die Hühner bzw. der Hahn? Wir haben hier alles vertreten. Das könnte sogar unserer sein. Ja. So.
Freut mich auch, wenn ihr meinen Channel abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Und wenn euch das Video gefällt, gern Daumen hoch. Das wäre super. Am 2.8. mache ich habe ich ein Event. Und zwar bei uns im Garten. Musste extra auch mal anfragen, ob das gestattet ist jetzt noch, wegen Corona und so. Aber wie gesagt, es ist erlaubt. Und zwar Kunst im Garten. Da gibt es Kaffee und Kuchen auch. Klar, meine Kunstwerke werden ausgestellt und verkauft. Aber ich habe ja auch Sachen über Resin, also auch so kleine Geschenkartikel, Untersetzer, Tabletts, Dekoartikel, die es dort auch gibt. Und 10% des Erlöses wird gespendet an die Kinderkrebshilfe in Mainz dann. Und mal gucken, wie gesagt, wir werden dann aufrunden. Aber so Sachen und Infos findet ihr auch auf meiner Homepage, meiner Website. Wie gesagt, gerne mal gucken. Und würde mich freuen, wenn jemand in der Nähe wohnt oder Lust hat, gerne vorbeikommen. Und sagen, hier, ich bin die und die, damit ich Bescheid weiß. So. Jetzt gucken wir mal. Dass wir hier so einen Übergang hinkriegen, also einen Abschluss. Muss ja nicht so exakt sein, aber es sollte überall Farbe sein. Die Ränder können wir nachher zum Schluss machen. Ich habe jetzt kein Silikon irgendwo drin. Ich bin am Überlegen, ob ich noch machen soll, vielleicht in die eine oder andere Farbe. Ich weiß es nicht. Das ist ja immer so, das kennt ihr ja von mir und hier, manchen geht es wahrscheinlich ähnlich. Wenn man dann so dran ist am Bild, dass man sich dann gern nochmal umentscheidet und sagt, ja, ich mache jetzt das doch anders oder so, ne? Gehen gleich nochmal mit dem Torch drüber. So, Ella. Ich sehe gar nichts. Habe ich alles? Fällt da oben noch was? Tatsächlich. Jetzt habe ich schon eine Brille auf und sehe trotzdem nichts. So. Einmal. Bunsenbrenner, die Bläschen wegpusten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, ob es euch gefällt oder irgendwas unklar ist. Ich denke, ihr wisst, dass ich immer antworte. Es kann höchstens passieren, dass ich mal jemanden übersehen habe, aber das ist keine Absicht, dann gerne nochmal schreiben. Aber in der Regel übersehe ich keinen. So. Ich denke mal, wir machen blau, pink und hier die Grüntöne. Oder? Mache ich jetzt Silikon rein oder nicht? Ich weiß nicht. Nee. Ich habe jetzt mal genug von Zellen. Was habe ich gesagt? Links fangen wir mit blau an, ne?
Grün. Ich glaube, wir müssen von der dunklen noch mal hier was machen. Und nun noch mal ein bisschen weiß. Schwarz, Prozent. Ja. Und nun füllen. Achtung, es wird laut. Oh, ich habe den Aufsatz nicht. Ich bin gleich wieder da. Schon besser, wenn ich den Aufsatz drauf habe. Dann ist das nämlich schmäler, das auszupusten. Dann kann ich besser steuern. So.
Wow. Hammer, hier sind kleine Zellen entstanden, Linien. Das sieht super aus. Richtig cool. Ich zeige es euch mal von der Nähe, bevor ich die Ränder mache. So. Wunderschöner Übergang. Vielleicht besser sehen. Hammer. Und hier extra so ein bisschen von dem Grün als Übergang. Und hier haben wir auch so eine kleine Ecke Pink ins Blaue.